So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Ja, im letzten Part haben wir so ein bisschen was geschafft. Ja, das war relativ erfolgreich. Und ja, wir landen gleich wieder in der Fernquelle, weil hier haben wir noch ein bisschen zu tun. Ja, nämlich noch ganze 7 Teile erwarten unsere Bergung. Und ja, wir machen ohne Umschweife direkt weiter, denke ich mal. So, und zuallererst, damit ich es los habe, hole ich erstmal Pikmins raus, nämlich gelbe. Nämlich das Teil, was hier schon immer im Hintergrund zu sehen war. Und ich hole einfach mal 35 Stück. Das dürfte, denke ich, reichen. Hoffe ich. Weil die kommen nämlich nur da hoch. Aber kann ich das eigentlich auch? Moment mal. Lass mal kurz was schauen. So hätte ich es natürlich auch machen können. Ich muss jetzt testen, ob das so auch geht. Moment. Das haben wir gleich. So, kommt mal raus. So, meine Armee ist wieder versammelt. Wunderbar. Und jetzt nehme ich bloß die blauen. Und dann werfe ich die nämlich einfach mal da rein. Die wollen nicht wirklich da rein, ne? Dann habe ich nur so das Gefühl. Na, das wird schon reichen. Weil dann gehe ich nämlich da vor. Huch! Da rutsche ich ja runter. Huch! Und dann durch den nämlich von hier so an. Visieren. Hey, das geht sogar. Ich werde bekloppt. Wo kommt der mit? Viecher? Weil dann können sie nämlich da oben das Teil nehmen. Hey, das klappt besser als erwartet. Vielleicht war das auch so gedacht. Ich wollte eigentlich die gelben nehmen, wollte die alle dahin lotsen. Der Reparaturbolzen. Dieses Roboterwunder kann einfach alles im und am Schiff reparieren. Und das ist auch gut so, denn die Behebung technischer Pannen finde ich einfach langweilig. Ja. Das war gut. So, dann transportiert mal das Teil ab. Na los. Jawohl. War das alle? Nö, eins ist zurückgelassen worden. So, wups. Wunderbarst. Das ging doch schon mal gut. So, das Teil hole ich übrigens auch aus dem Boden raus. Blups. Genauso wie das Teil da. Und das andere weiß ich gar nicht, wo es ist. Ach, da hinten. Nein, ich wollte es nicht wegwerfen. Aber gut. So, dann brauche ich, glaube ich, auch alle gelben nicht mehr. Unbedingt. Tue ich mal ein paar davon zurück. Ah, so 15 durch mal draußen lassen. Tun. Dip. Reparaturbolzen. Sieht aus wie ein normaler Bolzen. Ist tatsächlich aber ein Reparaturroboter. Schön. So, vom Rest werden wir noch ein paar blaue holen, denke ich. Weil, wie gesagt, die Arbeit, die eignen sich einfach am besten für die Kämpfe und sonst hier anstehende Arbeiten. So, gibt's da eigentlich wieder Bomben? Weil dann könnte ich nämlich doch ein paar Bomben mitnehmen. Da gibt's natürlich wieder Bomben. Dann werde ich doch ein paar Bomben mitnehmen. Bomben. Ach, das waren schon alle. 4 Stück. Ist ja nicht sonderlich viel, aber gut.
Gut, also, da hinten haben wir noch ein Teil, ne? Das heißt, das werde ich auch gleich abtransportieren lassen. Denke ich mal. Ba-ba-ba-ba-bam. Ich teile die hier mal wieder auf. Nehme ich mal wieder nur blaue mit. War ein bisschen viel, aber gut. Ach, da komme ich gar nicht rein. Ach so, da ist das Teil, ja. Mein Zirkoniumrotor. Er besteht aus rostfreiem Zirkonium, aus dem viele Teile eines Raumschiffes gemacht sind. Der Einbau hat eine Stange Geld gekostet und ich hatte den Verdacht, dass der Mechaniker mich übers Ohr gehauen hat. Sehr gut. Oliver, du machst Geschäfte, also ich weiß auch nicht. Das war ein bisschen viel. Ja, ihr könnt ruhig anpacken, ne? Leute. So, jetzt sind es auch 31 Stück. Passt. Und dann transportieren die das ab. Und wir gehen weiter. Bist du jetzt gerade ins Wasser gefallen? Nee, bist du nicht. Sehr schön. Da haben wir noch eine Barriere. Und die zerstören mal schnell das Vieh, okay? Oder auch nicht. Zack, 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 zack. Töten, 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 töten. Und dich da unten. Genauso. Na los. Au. Das war eine Bombe. Das waren viele. Da habe ich einfach mal eine Bombe weggeworfen. Soll er wirklich diese Bomben in Ruhe lassen? Meine Güte. Da sind jetzt ein paar drauf gegangen. Das war nicht schön. Kannst du mal aufhören abzutransportieren? Egal. So, dich Vieh wollte ich jetzt eigentlich auch nicht, ne? Bombe. Ja, jetzt habe ich sie wieder. Egal. Komm, nimm's jetzt mit. Och nee, den Gegner. Natürlich kommt er gleich. Oh! Geh sterben, Mann. Geh sterben, geh sterben, geh sterben, geh sterben. Ups, das war die Bombe, das war die Bombe, das war die Bombe. Verdammt. So, Alter, lass meine Pigmen in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Lass du. Alter, lass die Pigmen in Ruhe. Alter, was? Kannst du mal aufhören, bitte? Zu viel auf einmal ist los. Aus rostfreiem Zirkonium sieht er aus wie neu, obwohl er den Elementen dieses rauen Planeten ausgesetzt war. So, jetzt muss ich erstmal Pigments aufheben, weil alle durcheinander gewirbelt sind. Oh, du viel nervst, ne? Weißt du das? Du nervst so ein bisschen. Komm her. Komm her, du stirbst jetzt. Nein, Gelbe kommt aus dem Wasser raus. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Alter. Ich muss mal ein bisschen Ordnung reinbringen hier, glaube ich. Kommt alle her. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Vieh! Kannst du mal aufhören? Du ekelhaftes Drecksding! Alle! Komm her! So, jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du aber. Zack, 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 töten! Macht's tot! Macht's tot! Danke. So. Alter. Das war jetzt ein Kampf. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nicht fressen. Ich platz noch auf. Was ist denn los? So, Pigments, kommt bitte her. So, jetzt bist du erstmal des Todes, ne? Vieh. Ja, ihr seht schon, warum ich nie, warum ich nur blaue bin, ne? Weil wenn ich einmal aus Versehen ins Wasser schmeiße, hat man gleich ein Problem. Mit andersfarbigen. Das ist voll der Rassismus hier, ne? Wunder Pigments, aber gut. So, wo fliegst denn du hin? Da kann ich dich doch nicht treffen. Mann! Jawoll, schön getötet. So, jetzt haben wir das Problem weniger. Überall liegen Pigments rum. Da sind noch Fische im Wasser. Da ist einer gestorben, deswegen ist der am Boden. Da sind noch Steinchen.
Da liegt auch, da steht auch noch eins rum. Gegner. Ja. Gegner. Schön. Ach, wisst ihr was? Ihr macht die Barriere hier. Das ist am einfachsten. Du Vieh, du stehst da nicht schön. Weißt du das? Oh Gott, wie viel sind denn da noch? Ach, du Heilige. 3 Stück von denen. Und noch ein großer. Wow. Okay. Das ist viel. Kommst du viel da drüber? Nee, du kommst da nicht drüber. Okay, da darf ich noch ein bisschen fighten. Fighting Club. Nee, Fight Club heißt es eigentlich, aber gut. Ja, das wird jetzt noch lustig. So, schaffe ich dich mit den... Oh, da ist ja das Vieh gleich. Ah, da ist noch ein Teil auf jeden Fall. So, es wäre toll, wenn ich jetzt da außen rum käme. Und dann von hinten quasi, ne, drauf und so. Natürlich kommt das andere Teil von hinten, von links. Und bläst meine Pikmin weg, das war so klar. Du Scheißvieh. Nerv mich nicht. Okay, ich hau ab. Ich hau ab. Rückzug. 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 Lass mich in Ruhe. Kommst, folgst du mir? Nee, bist weg. Nein! Nein, 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 nein. Lässt du die Pikmin in Ruhe? Wow. Alter. Alter, Alter, Alter. Puh. Heidi Witzka. Das war jetzt gefährlich. Rannte der einfach auf meine anderen Pikmin zu. Heilige. So, jetzt aber. Dich kriegen wir jetzt down. Kein Problem. Zack, 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 zack. Einfach töten, einfach töten, einfach töten, einfach töten, einfach töten, einfach töten, einfach töten. Los. Jawohl. Na, ein paar gehen wieder drauf, aber mein Gott. So, geh sterben. Alter, greift ja auch mal an. Danke. Oder es wärst schon mal du gewesen. So, und jetzt irgendwie dich noch am besten. Ah, das sieht gut aus, die Position. Und los! Zack, 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 zack. Los, töten. Tötet ihn. Den Ekelhaften. Er frisst euch. Los, tötet ihn. Töten. Wollt ihr eigentlich töten? Nicht so, ne? Hallo? Töten. Töten. Nicht sterben. Töten. So, bitte aufhören zu tragen. Danke. So, da haben wir da noch ein Teil. Und natürlich graben sie wieder was aus. Komm, dann grabt doch aus, wenn ihr Spaß dran habt. Dann aber auch richtig. Ja, lasst euch wegpusten. Ja. Ich hasse diesen Gegner. Er ist schlimm. Oh, lass das bitte in Ruhe. Gießen! Vieh! Weil du stehst da so gut, ne? Dass ich das andere mit erwisch. Das ist echt das Problem. Alter, ey! Sag mal, ist das normal? Alter, was? Könnt ihr mal aufhören? So, ich verschwinde jetzt mal nach da hinten. Ja, jetzt sind sie wieder weg. Ne, nicht mal. In der Hoffnung, dass der mir ein bisschen folgt. Natürlich tut er das nicht. Ist ja Quatsch. Ach. Gut, dann lasse ich mal die gelben da. Nehme die blauen jetzt mit. Weil der Typ davon ist ein bisschen nah am Wasser. Und dann greife ich jetzt einfach an. Komm, egal. Einfach angreifen. Einfach angreifen. Der muss sterben. Aber sowas von.
Sowas von muss der sterben. Das glaubt ihr gar nicht. Wie sehr der sterben muss. So. Wunderbar. So muss das. Und wieder weggeweht. Du Vieh bist ein bisschen nervig, ne? So ganz leicht. So, jetzt geht's dir angeraten. Komm, dreh dich. Geh ein bisschen von den Gegner weg. Na komm. Willst du nicht? Doch. So, das war dein Todesurteil. Alter, bleib stehen. Bleib stehen, Kollege. Zack, zack, zack. Los. Angriff, Angriff, Angriff. Tötet es, tötet es, tötet es, tötet es, tötet es. Töten. Macht's tot. Macht's tot. Gehst du jetzt sterben? Du Vieh. Du hast mich lang genug genervt. Es ist tot. Halleluja. Es ist wirklich tot. Alter. Boah. Das war jetzt ein Kampf. Der Tag ist schon wieder fast vorbei. Yay. So, wo habe ich jetzt überall noch Viecher? Da ist noch eins. Und da sind noch die anderen. Ah, ich werde fast nichts mehr schaffen heute. Das ist das Problem. Ja, komm. Ich hätte zwar jetzt noch die eine Brücke bauen können, aber komm, ist egal. Ja, die Sonne geht eh schon runter. Das kann ich ja nochmal schnell bauen hier. Obwohl ich es gar nicht brauchen werde, aber egal. Passt schon. Ah, natürlich bauen sie schon wieder ab. Hört auf! Wir sind nicht bei Minecraft, ja? Hallo! 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 Viecher? Er wollte mich verarschen, ne? Es ist sowas. So, wo habe ich denn noch Viecher? Keine Ahnung. Irgendwo habe ich auf jeden Fall ein paar übersehen. Ah, meine Bomben sind noch draußen, ne? Da war was. Meine Bomben sind noch draußen. Moment. Das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Sind irgendwo sonst noch welche? Natürlich liegen da im Hof noch ein paar. Ach du Scheiße. Da werde ich nicht alle holen können. Fürchte ich. Da werde ich ein paar zurücklassen müssen. Nein! So, euch kriege ich schon mal. Dann kriege ich euch. So, wo sind noch welche? Da sind noch welche. Nein! Hört auf! Hört auf! So, irgendwo noch? Auf die Schnelle? Ich kann nicht mehr auf die Karte. Was zum... Nein! Alter! Das war aber jetzt auch krass, ne? Wie ich da weggeweht wurde andauernd und... Ach. Aber jetzt sind, glaube ich, alle Gegner tot. Auf der ganzen Map. Oh. Na gut, bis auf einen Boss, wo wir noch zu machen haben. Alter. Da, fuck. Jetzt dürfte es aber kein Problem mehr werden. Hoffe ich. Wow. Das war echt krass. Nein, es wird gefressen. Oh. Mensch. Oh, grausames Schicksal. Eine Steinbombe ist explodiert und hat meine Pikmin unter Steinen begraben. Dieses Bild hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt. Ich muss die Umgangsweise mit Pikmin, die Steinbomben tragen, unbedingt überdenken. So, das darf nicht nur einmal passieren. Naja, ist ja gut, Spiel. Wenn ich A drücke, um Pikmin mit Steinbomben zu werfen, bringe ich sie durch Drücken von B dazu, die Bomben abzulegen, scharf zu machen und zurückzukehren. Berühre ich sie dagegen, kommen sie mit ihren Bomben zur Gruppe zurück. Wenn ich die Bombenträger von den anderen Pikmin trennen will, drücke ich X auch durch längeres Drücken von A. Kann ich einen Pikmin für einen Moment festhalten, dann die Gruppierung vornehmen. Im Kampf verloren heute 34 Stück. Ja. Zurückgelassen 2. Schön. Nicht. Gott. 34 Stück verloren. Heidi Witzka. Na gut, Freunde, aber damit würde ich sagen, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play Pikmin. Und ich würde sagen, man sieht sie dann im nächsten Part wieder.
Also dann, bis dann. Ciao, Leute.